zum zweiten Tag des Mehrkampf-Meetings in Götzis. Und da interessiert uns natürlich, wie haben die beiden Österreicher abgeschnitten, unsere Aushängeschilder im Mehrkampf, nämlich Dominik Disselberger und Ivona Dadic. Höher, weiter, schneller und manchmal auch extrem spektakulär. Das alles ist Mehrkampf in Götzis. Und sie ist heuer die Königin der Leichtathletinnen. Die Belgierin Nafissa Doutiam landet in Götzis den ganz großen Wurf. Der ist fast 60 Meter weit. Ein Wahnsinnswurf der Belgierin. Die Olympiasiegerin von 2016 durchbricht als erst vierte Siebenkämpferin die 7000 Punkte Schallmauer und stellt damit auch neuen Götzis-Rekord auf. Ich bin hierher gekommen, um zu sehen, wo ich stehe, und jetzt sind es mehr als 7000 Punkte. Das ist einfach unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Österreichs Nummer 1 bei den Damen, Ivona Dadic, erlebt in den zwei Tagen Höhen und Tiefen. Zum Auftakt über 100 Meter Hürden schafft sie eine persönliche Bestzeit. Nicht nach Wunsch verlaufen hingegen die Sprungdisziplinen. Sowohl im Hochsprung als auch im Weitsprung kommt die 23-Jährige nicht an ihre Topleistungen heran. Am Ende stehen 6.143 Punkte und Platz 14 im Klassement. Ich habe einen sehr guten ersten Tag gehabt für Ende Mai, also weil es schon sehr bald in der Saison ist. Und der zweite Tag ist leider mit Weitsprung ganz schlecht losgegangen und es ist dann einfach nicht mehr besser geworden. Einen starken Wettkampf liefert Sarah Lager ab. Die erst 17-Jährige knackt zum ersten Mal die 6.000-Punkte-Marke. Auch Karin Strametz schafft bei ihrem Götzis-Debüt eine neue Bestleistung. Dominik Disselberger ist schon ein Routinier in Götzis und jubelt über eine gelungene Vorstellung. Österreichs bester Zehnkämpfer steigert sich im Laufe des Bewerbs und schließt mit mehr als 8000 Punkten ab. Ich habe echt zwei sehr schlechte Leistungen drin gehabt in meinem Zehnkampf und dann trotzdem noch über 8000 Punkte zu machen. Das ist einfach, ich zeige, mein ganzes Grundniveau habe ich einfach ein bisschen heben können, nochmal vom Vorjahr zu heuer. Nicht zu schlagen ist heute der Kanadier Damian Warner. Von Anfang an setzt er sich an die Spitze und zeigt auch danach kaum Schwächen. Warner gewinnt mit knapp 8600 Punkten. Es ist meine Lieblingsveranstaltung. Das Meeting hier bietet einfach alles. Hohe Qualität und man hat auch viel Druck. Zum dritten Mal hier zu gewinnen bedeutet mir sehr viel. Darauf kann ich aufbauen und ich hoffe, dass ich noch öfter hier gewinnen werde. Und auch nach zwei anstrengenden Tagen hat Damian Warner noch jede Menge zu tun.